Ich möchte euch jetzt nunmehr zeigen, wie ihr Particle System mit Static Meshes kombinieren könnt. Das ist ganz einfach. Wir suchen uns über den Content Browser erstmal ein Static Mesh aus. Dazu nehme ich mal wieder ein Fass. Tippen wir mal hier an, Static Mesh habe ich schon. Okay. Aktiviere ich. Und gehe auf Add Duty Rigid Body. So. Als nächstes suche ich mir ein Particle System aus. In dem Fall nehme ich mal Feuer. Gehe ich auf Particle System, da haben wir es schon. So. Als nächster Punkt ist ganz einfach, wir positionieren uns das erstmal. So. Okay. Das positionieren wir auch nochmal. So sieht es schon mal gut aus. Gut. Alles klar. Wenn wir das jetzt haben, machen wir Folgendes. Ich zoome mal ein bisschen mehr ran. Okay. Wir gehen dann auf die Properties. Gehen auf Attachment. So, jetzt hier oben auf Lock und drücken das Fass an. Und jetzt mit der Pfeiltaste bei Base aktivieren. Okay. Und das ist schon das ganze Geheimnis. Also nochmal. Und ihr seht, wie das Feuer mit dem Fass zusammenwandert. So. Und das war's schon wieder.